Hallo YouTube und Anime-Freunde da draußen. Heute packen wir einen weiteren Anime aus, den ich mir in dieser 3-4-2-Aktion im Saturn gekauft habe. Und zwar diesmal das erste nun zu der Anime-Serie Die Monstermädchen von Kase Anime. Das Ganze gibt's, ist ab 16 Jahren freigegeben, gibt es auf DVD und Blu-ray. Und ich liebe die Monstermädchen. Die laufen ja immer freitags auf ProSieben Max. So war ganz spät, so gegen 12 oder 11, ich weiß es gerade nicht, gegen 12 Uhr glaube ich. Und da geht es um einen Jungen, der hat also ein Austauschprogramm und muss diese Fabelwesen aufnehmen. Halt diese Rothaarige als Schlange, dann diese Meerjungfrau oder diese Spinne, die ich nicht so mag. Aber die Serie ist zwar wirklich teilweise pervers wegen den Anspielungen, aber die ist so lustig, dass ich die Serie von den ganzen Harem-Anime besser finde als Sister of the New Devil. Oder Highschool aus Highschool DxD oder Trash X. Kann man zwar alles nicht so vergleichen, weil es halt, ja doch, okay, das kann man schon vergleichen, aber ich mag die Monster nicht. Das ist einfach lustig, jede Folge guckt man gerne. Und wäre bei mir auf Platz 1 in diesem Harem-Anime. Ja, kommt in einer schicken Box, packen wir das doch mal aus. Und was ich auch cool finde, diese Farben sind von diesen Mädchen hier. Also, das ist von der Schlange, das ist von der Spinne, das ist von dem Wasserwesen, das ist von der Harpie. Ja. Das von dem Pferd. Und ich denke mal, wo ist denn jetzt die Meerjungfrau? Weiß ich gerade nicht. Die Meerjungfrau ist wohl nicht dabei. Und ja. Und zügelter Edgy-Spaß und wilde Harem-Action. Der Anime zum Erfolgsmanga von Okayado. Jo, was haben wir denn die Sprachen da unten? Sprachen Deutsch und Japanisch. Untertitel Deutsch. Laufzeit 75 Minuten. Bildformat 16:9. Sound ist Dabei Digital 2.0. Und hier haben wir die Episode 1 bis 3. Extra haben wir einen Poster und Postkarten. Ich denke mal, weil die Serie so erfolgreich ist, hat Kase nur 3 Folgen gemacht. Aber die Serie ist echt lustig und kann ich euch empfehlen. Schuba ist auch wieder hochwertig. Und wer ist denn euer Lieblingscharakter? Ich weiß die Namen gerade nicht, weil ich habe so schwer mit Namen. Ich muss die öfters hören und ich kann mir die nicht merken. Wenn ich die Serie gucke, dann fallen mir die Namen wieder ein. Aber ich glaube, mein Lieblingsmonster wäre die Schlange und dann schwer. Also mit der Spinne, die ist nicht so, ich mag Spinnen allgemein nicht so. Und die sind ein bisschen pervers und sadistisch. Ja, auf den ersten Cover haben wir auch die Schlangendame. Sieht sexy aus. Wendecover. Dann nochmal auf der Rückseite in rosa. Und sollte da nicht ein Poster dabei sein? Habe ich auch Poster gelesen oder Postkarten? Poster und Postkarten. Ich sehe aber kein Poster. Dann haben wir die erste DVD. Vielleicht ist das Poster in der Box. Ja, dann sehen wir zweimal von der Dame die Postkarten. Wäre schöner gewesen, wenn sie 3 verschiedene Charaktere haben, aber sehr, sehr, sehr schön anzusehen, meine ich. Dann hier das Prospekt. Und doch hier ist das Poster. Und das Poster ist dasselbe Poster wie auf der. Auf den Schuber, darum packe ich es nicht ganz aus, aber ihr seht es ja. Poster ist doch dabei. Ist dasselbe wie auf dem Motiv. Und ja, guter Release finde ich, wie auch die Serie mir gut gefällt. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, wäre halt, wenn ein paar Episoden mehr drauf gewesen wären. 5 wäre auch schön gewesen. Aber wenn ihr die Serie noch nicht kennt, guckt sie euch mal auf jeden Fall an, wenn ihr könnt, auf ProSieben Max. Immer freitags, glaube ich, 0 Uhr. Ich werde euch die Uhrzeit nochmal genau unten in die Videobeschreibung schreiben. Also ich mag den Anime. Für ein Harem-Anime ist der wirklich. Teilweise echt pervers, aber auch mega, mega lustig. Diese Szenen sind immer wieder ins Blöde werden die gezogen. Und deswegen meine Favoritenserie, was in diesem Bereich angeht. Gefolgt von Highschool DxD. Und Platz 3 wäre dann, fällt mir gerade gar nicht ein, vielleicht Sister of the New Devil. Oder Highschool of the Dead. Mal gucken, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das wäre mein Platz 1. Ja, ich bedanke mich hier an dieser Stelle für eure Geduld und Zeit und ich hoffe, das Video war euch nicht so chaotisch, auch wenn ich die Namen gerade nicht alle weiß, beziehungsweise überhaupt keinen weiß, aber egal. Ich mag die Serie, kann ich euch empfehlen, guckt sie euch mal an, sehr lustig. Ich bin weg, tschüss!